die Scheibe ein. CJ Stretch gewinnt das erste Bully. Shane Hanna versucht schnell zu machen, aber Winquist passt auf. Bully gewinnt. Guter Abschluss, Stefan Reiter, der ja aus der Hockey-Rente hat hier angekommen. Wir haben ja nochmal die Situation von Stefan Reiter. Sehr gefährlich. Der zweite Kölner in Reihen der Star Bulls. Stretch mit dem Abschluss. Die Scheibe ist bei Hauner. K hat kurz. Der immer besser in die Saison kommt. Reiter von oben, Abschluss gefährlich, aber kein Problem für Autio. Vor allem eben, wenn die gegnerische Mannschaft 12 hat, also dreimal so viele. Ich sage mal, dass du mal ein paar weniger hast, weil du halt offensiv jetzt da nicht so drin bist oder nicht so ins Offensivdrittel kommst, okay. Aber ein Drittel der Schüsse ist dann alles Windquist. Pfleger im Zweikampf mit Sorrow. Henna auf Jahreleinen, er kommt nicht ganz dran. Jetzt Winquist auf Mark McNeil. Hier haben wir nochmal, was haben wir hier? Die super Aktion von Winquist. Alle denken, der schießt. Und der sieht da nochmal den Mark McNeil. Also ich muss ehrlich sagen, ich war mir sicher, der schießt. Alle haben es gedacht, außer einer. Und der heißt. Wölfe können klären. Jetzt Shane Hanna. Baut neu auf für die Star Bulls. Schlägt ab auf CJ Stretch. Der sieht Luki Laub, der hat Platz. Guter Pass auf Stretch, da ist das Tor. CJ Stretch trifft zum 1:0. Überzahltreffer für die Star Bulls. Ja, aus dem Breakout raus, Ben. Die Star Bulls hinten raus. Henna. Hier haben wir es nochmal im Bild. Stretch, der legt rüber auf Laub und der macht das klasse. Sieht da nochmal CJ Stretch am langen Pfosten und der muss das Ding nur noch einschieben. Was wolltest du sagen, Ben? Verzeihung, ich bin jetzt... Wo man, wenn es so weitergeht, mit 0 Toren auf der Habenseite aus der Partie geht. Krefeld, Kassel, Rosenheim, Fragezeichen. Noch ist es nicht vorbei. McNeil sieht Winquist. Josh Winquist! Da ist das Ding! Ausgleich! Und Ben, es ist der Spieler des Monats September, Josh Winquist. 3 Minuten 57 vor Schluss. Gleich. Heiter bringt die Scheibe rein. McNeil auf Winquist. Autio auf dem Weg in die andere Richtung. Schöner Pass hier von Mark McNeil. Der läuft über links an, zieht in die Mitte auf der Vorhand, mit dem Abschluss, mit dem Tor, Josh Winquist setzt den ersten Penalty eiskalt ein, genau unterhalb der Hashmarks, in dem Moment, wo du als Torwart so die Situation hast. Was macht er jetzt? Geht er auf die Rückhand, zieht er ab, Stretch für die Star Bulls, läuft an. Kommt auch über links rein, jetzt auf die Vorhand, Stretch, trifft auch, ziemlich identisch, beide. Marco Pfleger, bis jetzt bist du noch bei 100%, Ben. Auch er ja eigentlich einen Penalty. Schuss sucht in der Regel, jetzt kommt Pfleger, läuft ziemlich mittig an, zieht auf die Rückhand und auch er trifft, Marco Pfleger. Auch ein Rechtsschießender, ähnlich wie Stretch und Pfleger. Wird auch er treffen. Über die Vorhand. Auf die Rückhand. Auch er trifft. Auch wieder identischer Move. Den hatten wir auch nicht am Zettel. Schauen wir mal, was der für einen Move raushaut. Läuft rein. Vorhand. Abschluss. Tor. 3 für 3. Alle 3 Penalties der Wölfe getroffen. Und dadurch ist jetzt, wer läuft an? Norman Hauner gezwungen, der dritte Rechtsschießende bei den Star Bulls nachzuziehen. Und wir hatten zwar nicht viele Tore in der Partie, aber im Penaltyschießen können wir uns nicht beschweren. Hauner muss treffen gegen Kevin Carr.
Kevin Carr pariert. Selb gewinnt die vierte Partie in Folge und nimmt die zwei Punkte mit. Guter Move von Hauner, klasse Parade von Carr.